Jetzt haben wir hier die Box ausgepackt von Vivitec NovoConnect NCX700. Da ist jetzt zum Beispiel im Lieferumfang das Netzteil mit dem USB-Kabel, so als auch ein HDMI-Kabel, eine Befestigungsplatte, um das Gerät fest zu montieren. Dann haben wir hier eine Fernbedienung, zwei Batterien, zwei Antennen. Die habe ich jetzt gerade momentan hier installiert. Und jetzt zeige ich nochmal die Ein- und Ausgänge. Ich habe hier vorne haben wir hier den IR-Empfänger. Auf der Seite ist hier eine Sicherung. Und hier auf der Rückseite haben wir hier noch einen LAN-Eingang, Stromeingang, HDMI-Port, den Sie direkt mit dem Projektor oder mit einem Display verbinden können. Dann haben wir hier noch einen Audio-Out-Ausgang sowie einen RS-232-Port und eine Reset-Taste. Ja, hier seitlich sind noch die USB-Ports und ein SD-Karten-Eingang. Ich zeige jetzt nochmal, wie man den Launcher Plus hier anschließt und verbindet. Dazu stecke ich den jetzt einfach hier in den USB-Port. Hier wird jetzt das Ganze verbunden mit Windows 10. Das erfolgt alles automatisch. Dieses Fenster kann ich jetzt wegklicken. Und zwar, ich habe die Software, die hier jetzt angeboten wird zur Installation, schon installiert. So, und jetzt werde ich auch schon aufgefordert, auf den Button zu klicken mit dem roten Kreis. Und schon bin ich verbunden.